Daniel Feldkamp, Trainer von Preußen Münster und damit amtierender Stadtmeister. Letztes Jahr habt ihr es im Prinzip hier angefangen, ihr habt hier gespielt und danach alles gewonnen, richtig? Ja, ganz genau. Das Jahr war erfolgreich für uns. Wir hatten hier die Stadtis gewonnen und nachher den Aufstieg, das Jahr gekrönt letztendlich. War ein super Jahr für uns, wir waren sehr gut zufrieden und haben dann letztendlich auch erfolgreich das Jahr abgeschlossen. Kann da so ein kleines Turnier manchmal auch so ein Startschuss in der Mannschaft sein, dass man das im Winter mitnimmt für die restliche Saison? Ja, sicher, auf jeden Fall. Die Jungs genießen das hier, die spielen sehr gerne in der Halle, sehr gerne auch vor den Leuten hier in Münster, in der Halle Bergfidel. Und wir haben einfach Bock zu kicken, Bock Fußball zu spielen, guten Fußball zu zeigen und dann entsprechend diesen Schwung auch mitzunehmen in die Saison und in die Liga dann draußen. Wie sehr habt ihr euch dann dieses Jahr darauf vorbereitet? Ihr seid ja meistens, habt ihr nicht so viel Zeit dafür, aber es wirkt ja teilweise sehr eingespielt, gerade die Konter. Ja, wir nutzen halt den Ausbaucup jetzt in Everswinkel, wo wir seit Jahren auch teilnehmen, schon dafür, einige Abläufe reinzubekommen, aber ohne jetzt die große Schablone draufzulegen. Die Jungs sollen Spaß haben und klar, so ein paar Sachen sind abgesprochen, aber letztendlich geht dann auch viel über die Qualität der Jungs, einfach den Ball laufen zu lassen. Danke.